Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde. Heute mit Ralf Ruppert. Ich freue mich irrsinnig, Ralf, dass wir uns endlich wieder mal sehen. Ja, wir werden heute ein bisschen hineinschauen, was es bei dir Neues gibt und wie wir das immer machen, eigentlich in unseren Gesprächen. Wir lassen uns da ohne großen Plan durch das ganze Gespräch einfach ziehen, wo es uns hinzieht. Wir schauen, dass es nicht ganz lang wird. Weil das ist also immer wieder so ein Punkt. Ja, hallo Ralf, freut mich. Wie geht's dir? Was ist los? Was treibst? Was geht in Deutschland? Servus Gunnar, grüß dich. Ja, schön, dass ich wieder mal bei dir sein darf, vor allem, dass wir mal beide wieder Zeit gefunden haben für ein gemeinsames Gespräch. Das ist ja auch immer so ein bisschen wie ein Sechser im Lotto, dich an den Bildschirm zu bekommen und mich. Beides sehr untriebig. Und ja, erstmal deswegen vielen lieben Dank für die Einladung, für die Zeit, die du dir nimmst. Und ja, ich habe einen ganzen Rucksack von neuen spannenden Sachen mitgebracht, die man vielleicht so ein bisschen anschneiden können. Denke, ganz brandaktuell jetzt bei mir ist die Veröffentlichung von meinem neuesten Artikel beim Octavian bei Relikte der Geschichte. Und ja, da geht es um ganz passend eigentlich Steine und Sterne, so heißt der Artikel. Und es geht um die Megalithbauwerke von Wildeshausen. Und Wildeshausen kennt kein Mensch. Das befindet sich so ungefähr 35 Minuten von Bremen entfernt. Und dort ist eine enorme Ansammlung von megalithischen Bauwerken, sollen wohl mal in den Höchsttagen in der Megalithzeit so um die bis zu über 200 Bauwerke auf engstem Raum gewesen sein. Und ich war 2019 schon mal da und habe dort aber gar nicht so, naja, wie es halt manchmal so ist, kennst du ja auch, ne? Man fährt da hin, guckt sich die Sachen an und ist jetzt eigentlich noch gar nicht so groß irgendwie damit drin, sondern es hat sich dann erst irgendwie später, sind die mir wieder über den Weg gelaufen. Und dann habe ich mich da mal reingelesen. Und daraus ist jetzt eben ein Artikel resultiert. Und der ist jetzt, glaube ich, vor, ich glaube, 14 Tage oder vor einer Woche rausgekommen. Ganz genau weiß ich es nicht. Entschuldige, Octavian, falls du das siehst. Ist das neue Magazin draußen? Ja, genau. Guck mal Okay, hier. Ich halte das mal ja. kurz in die. Ist das Neueste jetzt. Da ist das. Toll. Ja, Also gut. für Octavian kann man auf jeden Fall immer nicht genügend Werbung machen. Ein grandioser Typ. Ja, das wollte ich gerade erwähnen. Ich habe ja auch vor einigen Monaten einen Artikel veröffentlichen dürfen beim Octavian. Gleich der Aufruf, Leute, seht euch dieses Magazin an, abonniert Ja, es. Das absolut, ja. ist sind 6 Ausgaben pro Jahr. Es ist wirklich ein erschwinglicher Preis. Ich denke, wir sind bei 40 Euro oder so. Ja, genau, ja. Spannende, spannende Geschichten, wirklich tolle Arbeit vom Octavian und ja, auf jeden Fall immer wieder auch Werbung für den Octavian. Das ist einfach so. Wir Ja. schalten keine Werbeanzeigen in unseren Videos. Wir sagen es einfach so, was interessant ist und was sie auszahlt, Genau. dass man hinschaut oder hingeht. Ja. Klingt spannend. Wir haben ja im vorigen Jahr beim Forschertreffen hast du das Thema ja zumindest kurz angeschnitten. Genau. Und wir haben damals schon einige Bilder von dir gesehen. Es sind wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckende Strukturen. Und ja, erzähl nur ein bisschen mehr. Ich bin selbst sehr gespannt. Also pass auf. Ich werde jetzt nicht den kompletten Artikel wiedergeben, sondern ich werde mal so ein bisschen die Hauptdinger durchgehen. Und zwar angefangen hat das so um die 1930er Jahre, um genau zu sein, von 34 bis dann eben Kriegsbeginn 39. Dort hat man dann eben erstmals Ausgrabungen an solchen Megalithbauwerken offiziell ja, beauftragt und das hat man dann auch gemacht und dort hat man eben auch zwei Megalithbauwerke dann ausgegraben, gleich neben der Steine 1 und 2 war da das Hauptziel und das Grandiose daran ist, Gunnar, die Dinger waren noch intakt, also das heißt, sie haben diese Grabkammern, die sie dort eben gefunden haben, die waren verschlossen, das heißt, sie waren die ersten nach über 5500 Jahren, die dort eben diese Kammern betreten haben. Und es ist ganz erstaunlich, dass die Jungs damals eben in ihren Grabungsberichten geschrieben haben, naja, wir haben zwar Keramik gefunden, aber wir haben gar keine Knochen gefunden. Und heute sagt die Fachwelt, naja, gut, die Knochen sind über die Jahrtausende verwest. Naja, aber da In kann man sich 5000 jetzt, Jahren. In ja, 5000 Jahren nicht. Sorry. In also 5000, das na. ist,
Ich lasse das einfach so unkommentiert, wie gesagt. Also Keramik haben sie gefunden und das verrückteste Teil, was man überhaupt in diesen Grabkammern gefunden hat, ist ein Gefäß, was man als eine Art Kerze identifiziert hat. Und da frage ich mich schon, um Reinhard Habeck da mal kurz zu zitieren, nicht Licht für den Pharao, sondern vielleicht Licht für den Fürsten. Ja, also für was hat der Typ eine Lampe in einer Grabkammer gebraucht? Ist ja vollkommen bekloppt. Na gut. Und kurz, Ralf, von diesen Funden, kann man die irgendwo sehen? Sind die irgendwo ausgestellt? Sind die noch verfügbar? Gibt es da Bilder? Oder damit man ein bisschen mehr Ahnung hat, wie das aussieht, dass man sich das wirklich ansehen kann. Und auch Es die gibt den. Grabungsberichte, kann man, sind die einsehbar für die Öffentlichkeit oder hast du Zugang? Ja, ich hätte Zugang, also wenn er ein Interesse hat, soll er sich kurz bei mir melden. Ob man da einen offiziellen, also ob die da jetzt offiziell da jemanden dran lassen, so oder jeden da dran lassen, weiß ich jetzt nicht, wie es da genau geregelt ist. Die Bilder und so weiter, auch die ganzen Objekte, zumindest ein Großteil davon, sind im Oldenburger Landesmuseum einsehbar und ja auch gut einsehbar und öffentlich einsehbar. Und ja, die restlichen, also die Bauwerke an sich, sind auch öffentlich zugänglich. Und kann eigentlich jeder hingehen und sich die Geschichte mal angucken. Sie haben sogar in den 30er Jahren ein Grabmal rekonstruiert. Das ist die Kleinkindersteine 1. Das haben sie dann teilweise sogar auch im Originalzustand rekonstruiert. Also, was heißt, sie haben den Originalzustand rekonstruiert, ja. Und das ist also auch ganz gut einsehbar. Und wie gesagt, man kann auch in die Grabkammern da eben bei dieser Rekonstruktion rein. Und genau, von daher, das geht, also Oldenburger Landesmuseum und eben die Orte selbst sind frei begehbar. Da kannst du dir. Gibt's da auch irgendwelche Zeichnungen oder Bilder von dem Zustand, wie die in dem die damals waren, wie Ja, die, okay? die gibt es vor Ort, das sind Infotafeln, die Zeichnungen sind zu 90%, wenn nicht sogar 100% von Ernst Sprockhoff. Das ist der Mann, nach dem man die Bauwerke auf der Megalithstraße benannt hat. Das ist eigentlich die Koryphäe der Megalithkultur in Deutschland. Ernst Sprockhoff, der hat, glaube ich, ein oder zwei wirklich Grundwerke geschaffen über die Megalithkultur in Deutschland und ist eben dort da der Zeichnungen eben verewigt. Der hat das Ganze auch nochmal untersucht und eben auch war, er war übrigens auch der Erste, der das irgendwie so im Sinn hatte, dass dort irgendwelche astronomischen Bezüge bestanden haben müssen, weil er gesagt hat, naja, also irgendwie, er hat dann auch mit Peilungen und mit Ausrichtungen überprüft und hat gesagt, das ist ja komisch, dass die auf bestimmte Phänomene hinweisen, ja, also zum Beispiel Midsommer oder auf den Frühlingsanfang oder die Wintersonnenwende und so weiter. Also das sind ja durchaus Datierungen und Ausrichtungen, die man eben auch auf die jungsteinzeitlichen Kulturen und Völker dort irgendwie nachweisen konnte. Und dem ist es da schon so ein bisschen gedämmert. Aber so richtig tief ging dann eigentlich erst der Professor Dr. Müller in den 1970er Jahren. Das war der Erste, der wirklich ernsthaft sich dem ganzen Ding mal angenommen hat und gesagt hat, boah, also ich gehe dem Ganzen jetzt wirklich mal nach, was auch Sprockhoff gesagt hat. Was zum Beispiel auch Sprockhoff noch erwähnt hat, ist zum Beispiel, dass nicht nur einzelne Bauwerke dort einen astronomischen Bezug haben, sondern dass auch die ganzen Anlagen um Wildeshausen herum und in dieser Wildeshäuser-Geest einen Bezug innerhalb zueinander haben. Also es das heißt, Anlage B steht in der Verbindung mit B und C und D. Und das Ganze hat dann Müller in den 70er Jahren untersucht und erstmal herausgefunden, da ist zum Beispiel ein Paradebeispiel, ist bei dem Wiesbecker Bräutigam. Das sind vier Wächtersteine, die drei Kerben bilden. Und er hat dann eben herausgefunden, beziehungsweise Müller war dort auch Zeitzeuge, der hat herausgefunden, dass man hier durch diese drei Kerben hindurch der Mond zum Zeitpunkt seines nördlichsten Extrems hindurchläuft. Also alle 29,7, glaube ich, oder 7,1 Jahre. Und dort läuft eben durch diese drei Kerben, kann man das beobachten. Und das ist ja definitiv eine, ja, menschengemachte Ausrichtung. Das heißt, da ist Planung dahinter, da ist astronomisches Wissen dahinter, da ist astronomische Beobachtung dahinter. Das Ding sitzt nicht einfach nur dort,
sondern es muss wirklich geplant gewesen sein. Das kann kein Zufall sein. Gut, jetzt fiel das ganze Ding so ein bisschen wie bei den Dominosteinen, nämlich eine Anlage nach der anderen fällt auf einmal mit solchen astronomischen Bezügen aus. Und um das jetzt mal so ein bisschen abzukürzen, ist, dass man eben bei den Kleinknebener Steinen eine Ausrichtung gefunden hat, die selbst Professor Dr. Müller mehr als stutzig gemacht hat, weil wo es vorher Ausrichtungen waren auf, sage ich jetzt mal, größere Konstellationen wie Sonne und Mond und solche Geschichten, hat er jetzt herausgefunden, naja, das Ding ist ja auf einen Stern und auf ein Sternbild ausgerichtet. Und so hat er herausgefunden, dass eben die Kleinknebener Steine 1 auf den Stern Deneb ausgerichtet sind. Der Deneb ist der hellste Stern im Sternbild des Schwans. So, ist jetzt an sich erstmal nichts Besonderes. Wir wissen, kennst du auch, megalithische Bauwerke sind oft auf eben solche Sterne oder Sternbilder ausgerichtet. Und jetzt aber, pass auf, jetzt fiel mir vor ein paar Monaten, Ende des Jahres, wo ich mal ein bisschen Zeit zum Lesen hatte, ein Buch von Andrew Collins in die Hände. Und da schreibt er eben über Göbekli Tepe, wo er dort eben Untersuchungen gemacht hat. Und dort hat er auch mit einem Ingenieur und so weiter, also mit wirklich Hochkarätern dran gearbeitet. Und der hat eben herausgefunden, dass zwischen den Tepe-Pfeilern, ja, so ein genannt, also ein Lochstein haben sie das genannt, sich befindet. Und wenn man durch diesen Lochstein vor 11.400 Jahren geguckt hat, dann hat man gesehen, wie eben Deneb untergeht. So, dieser Stern. Beziehungsweise das Sternbild Schwan. Und bei der, ich glaube, bei der Anlage D haben sie das auch gefunden, konnten sie es auch nachweisen. Also Fakt ist, Göbekli Tepe hat Ausrichtungen oder zeigt Ausrichtungen auf den Stern Deneb und das Sternbild Schwan auf. Eindeutig, zu 100%. So, jetzt liegen natürlich zwischen Südanatolien und dem Norddeutschland schon ein paar Kilometer. So, da habe ich mir schon irgendwie gedacht, na hoppla, okay, aber eine Linie verbindet ja immer irgendwo zwei Punkte miteinander. Also es war jetzt für mich, okay, muss jetzt keine Verbindung sein. Aber jetzt ging es nochmal weiter. Ich kenne die Arbeiten von dem Professor Dr. Michael Rappenglück. Rappenglück ist bei der Universität in München angestellt und der hat schon in den Anfang der 2000er darauf hingewiesen, dass Höhlenmalereien mögliche Sternbilder darstellen könnten. Soweit, so gut. Die Arbeit von Rappenglück besagt, dass die Höhlenmalereien von 29.000 Jahren in Frankreich eben solche Sterndarstellungen zeigen. Und nämlich gibt es da diese ganz berühmte Höhlenmalerei von Lassox. Und da ist quasi in dieser Grotte drin eine Szenerie, wo ein Bison und ein Vogel, der auf einem Stock sitzt und so weiter, abgebildet. Und diese Dinge hat er untersucht. Und jetzt hat Collins wiederum herausgefunden, naja, dass dieser Schwan oder dass dieser Vogel und dieser Stock, dass ja irgendwie das ein Bild ist, was sehr, sehr markant war. So. Und jetzt hat er eben Untersuchungen angestellt, Collins, und hat herausgefunden, und da muss man jetzt sich wirklich echt, also das ist schon wirklich unglaublich, dass der Stern Deneb und damit auch das Sternbild Schwan vor 29.000 Jahren den Polstern gebildet haben. So, und diesen Polstern mit dem Deneb und im Sternbild Schwan haben die vor 29.000 Jahren in dieser Höhlengrotte, die vier Jugendliche mal entdeckt haben, abgebildet und dargestellt haben. Das musst du dir mal auf der. Also, es ist unfassbar. Vor 29.000 Jahren. Ja, es ist Also. immer wieder stoßen wir bei allen möglichen Forschungsausflügen drauf, dass eben solche Steine gibt, die ja auf Sonnenwänden ausgerichtet sind oder wo man dann ganz speziellen Lichteinfall hat in ganz spezielle Bereiche. Und immer wieder ist so, wenn ich über diese Dinge nachdenke, wir haben ja große Zyklen da draußen. Und einer der großen Zyklen ist ja so an die 26.000 Jahre. Und aus meiner Sicht wird das Ende eines
Zyklus immer wieder markiert von einer Polumkehr, also von einem kompletten Polsprung. Und ich habe einfach auch ganz oft das Gefühl, dass diese Monumente, die auf die Sonnenwenden ausgelegt oder ausgerichtet sind, Ja. eben auch dazu dienten, festzustellen, wann ist der Zeitpunkt, wo die Sonne ihre Bahn verlässt, wo dieses Observatorium nicht mehr funktioniert. Weil das geht natürlich nicht so schnell, das geht nicht von einem Tag auf den nächsten. Du hast vorher schon gewisse Veränderungen, damit die sich vorbereiten konnten, dass wieder was passiert. Das heißt, es muss eine gewisse Art der Überlieferung gegeben haben, weil das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum, 26.000 Jahre. Und das heißt für mich auch, dass in der Vergangenheit diese Kulturen nicht nur eine Kultur oder Zivilisation, sondern mehrere über diese Dinge Bescheid gewusst haben. Das heißt, Geschichte wiederholt sich. Das ist ja auch so ein Slogan, der uns ganz, ganz fest schon ins Gehirn gebrannt ist. Und wir wissen genau nicht, wie oft sich was schon wiederholt hat, wie viele Zivilisationen insgesamt schon auf diesem Planeten beheimatet worden und ja, manche davon einfach komplett oder fast komplett spurlos verschwunden sind. Aber viele, viele dieser Dinge weisen eben darauf hin, vor allem in der Megalithforschung haben wir natürlich auch Anzeichen an Zerstörung gigantischer Bauwerke, also unter extremem Kraft- oder Energie- oder Gewaltaufwand, aber auch vor einer extrem langen Zeit. Das sieht man einfach dann an der weiteren Erosion. Natürlich, die Geologie beschreibt ja viele dieser Stellen auf, ja, das ist halt natürlich durch die Verwitterung und die Erosion so entstanden. Das stimmt ja aus unserer Sicht so nicht. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, okay, nach so vielen tausend Jahren macht natürlich die Erosion auf vielen Steinen, hinterlässt die ihre Spuren, auf manche mehr, auf manche weniger. Weniger, ja. Und es ist spannend. Genauso wie du sagst, es ist unglaublich spannend, dass vor, ja, sagen wir, 29.000 Jahre in der Vergangenheit jemand diese Dinge schon aufgezeichnet hat. Das heißt, die haben den Sternenhimmel genauso beobachtet wie die Zyklen. Auch die Geschichte mit den Zacken, wo du sagst, da kann man den Lauf des Mondes nachvollziehen, nachverfolgen. Ich meine, das setzt ja lange Beobachtungen voraus Absolut. und kognitive Fähigkeiten, die wir noch, oder wir nicht, aber unsere Gesellschaft und auch unsere offiziellen Forschungskollegen, den Menschen damals gar nicht zugestehen würden, dass die Ja, genau. kognitiv so weit sind und so viel Verständnis haben. Ich sehe das persönlich ja genau umgekehrt. Mittlerweile gehe schon wieder den nächsten Schritt weiter in unserer etwas verdrehten Historie, dass ich sage, manche dieser letzten Kulturen, nehmen wir jetzt einmal zum Beispiel die Donaukultur, haben viel weiter heraufgereicht in unsere Zeit, als angenommen wird. Weil wenn man die Artefakte anschaut, die sind aus Ton und Keramik. Okay, aber die sind zum Teil so gut erhalten, dass ich wirklich ein Problem habe damit, dass ich sage, okay, die waren 6000 Jahre in irgendeiner Höhle vergraben. Weißt, es ist so. Und wir leben wirklich jetzt in einer Zeit, wo wir auch frei unsere Gedanken sagen dürfen. Keiner beansprucht da jetzt die Wahrheit für sich. Nur das sind unsere Gedanken, unsere auch vielleicht Erkenntnisse, unser Gefühl zu manchen Dingen, dass das so nicht stimmen kann. Und wir wissen das, wie oft ist die Geschichte umgeschrieben und verfälscht worden und falsche Übersetzungen oder mit Absicht oder unabsichtlich oder sonst irgendwas. Das, was in unseren Geschichtsbüchern steht, ist einfach keine ordentliche Chronologie der tatsächlichen Geschehnisse. Deswegen heißt es ja auch Geschichte. Es ist nur eine Story. Es ist nur eine Geschichte, die irgendwer halt zusammengezimmert hat. Ja, Sehr, sehr spannend. in dem Fall hat eben dann die Fachwelt, die da eben diese History aufgebaut hat. Und das, da muss ich noch mal ganz kurz eins ergänzen. Du sagst mit primitiver Kultur, ich war jetzt am Wochenende erst wieder da in Wildeshausen und da ist mir eigentlich irgendwie mal so gedämmert. Wir wissen, dass diese Bauwerke 5500 Jahre alt sind. Zumindest sind die Keramikgegenstände, die man dort gefunden hat, so alt. So, das Stein kann man nicht datieren. Also, aber egal, bleiben wir bei 5500 Jahren. Das bedeutet, die Menschen wären zu diesem Zeitpunkt, wo die Bauwerke entstanden, sind eigentlich gerade im Übergang zur Sesshaftigkeit gewesen. Das heißt, die hätten eigentlich noch überhaupt gar nicht
die Zeit gehabt und auch eigentlich gar nicht die Fähigkeiten gehabt, dort direkt eigentlich wie aus dem Nichts so einen technologischen Sprung zu machen. Und urplötzlich können wir hier tonnenschwer, und das sind teilweise Megalithen, da schnallst du ab, also da bewegst du gar nichts. Das sind, allein der Wiesbecker Bräutigam ist 157 Meter lang. 157 Meter lang, bestand ursprünglich aus 170 Findlingen, wo heute noch knapp 133 stehen. Was dort Tonnen an Stein und Material bewegt worden ist, ist utopisch. Und jetzt komme ich eben zu dem Ding. Wir sind heute im Jahr 2024 nicht in der Lage, an demselben Ort mit modernster Technologie, also das heißt mit Kran, mit Bauarbeiter, mit was weiß ich, du kennst dich da besser aus wie ich. Wir sind heute im Jahr 2024, 5500 Jahre später, nicht in der Lage, so ein Konstrukt eins zu eins wiederherzustellen. Da frage ich mich, wer verdammt nochmal ist hier die primitive Zivilisation? Die vor 5500 Jahren oder wir heute? Das ist mir da wirklich mal gedämmert. Und das, also wirklich, no front gegen alle Fachleute und so, aber das frage ich mich tatsächlich immer wieder, wie können wir uns heute rausnehmen, das und zu sagen, wir sind hier die viel zivilisiertere Gesellschaft, also im Leben nicht. Wir können ja die Bauwerke von damals überhaupt nicht mehr nachbauen, obwohl wir Kräne haben, die Tonnenlasten aushalten können. Also, tut mir leid, da muss man schon mal drüber nachdenken. Ja, und es ist ja aus meiner Sicht völlig legitim, diese Dinge anzuzweifeln. Ja, diese Datierungen, die haben natürlich bis zum gewissen Grad eine Richtigkeit, aber Absolut. wenn ich in die bisher passierte Forschung hineinschaue, in Bezug auf alte Kulturen in Europa, da sind eben diese Datierungen drinnen, dass das vor 5, 6, 7.000 Jahren vor unserer Zeit war, aber dann speziell wieder in den Dokumentationen über die Donauzivilisation ist ja dargelegt vom Harald Hamann zum Beispiel, dass die zu dieser Zeit schon Siedlungen und ganze Städte gebaut haben, zwei, dreistöckige Häuser gebaut haben. Das heißt, wir reden nicht von einer primitiven Kultur, die da nur mit, weiß ich nicht, Steinwerkzeug andere Steine bearbeitet hat und so. Das ist tatsächlich die Utopie. Das ist die Science Fiction an der ganzen Science. Sorry, es ist legitim, Das diese ist Dinge so, zu ja. sagen, und es ist auch legitim zu sagen, mit diesen Erkenntnissen und den Dingen, die wir heute sehen, ist es ganz klar für mich, dass diese Kultur nur viel weiter zurück in die Vergangenheit datiert werden muss, bis sie überhaupt diesen Status erreicht, diese Dinge so bauen zu können, diese Dinge so beobachten und beurteilen zu können. Das heißt, wir haben wirklich keine Ahnung. Und für mich Ja, ist es halt genau. einfach manchmal so, dass das, was wir Steinzeit nennen und in der Zeit zurückdatieren, wo die Menschen quasi urplötzlich begonnen haben, mit steinzeitlichem Werkzeug zu arbeiten. Da bin ich auch so frech, dass ich sage, pass auf, was ist? Nur gesetzt den Fall. Wir haben aber florierende, funktionierende Zivilisation, wie auch immer die aussieht. Und dann habe ich so einen Kataklysmus, so eine große Zerstörung, eine Sintflut, einen Untergang oder was auch immer, Tsunamis, Erdbeben und Vulkanausbrüche. Und das rafft einmal den Großteil dieser Zivilisation dahin. Und es gibt Überlebende, die sich erinnern an eine Zeit davor, wo man gewisses Werkzeug verwendet hat und die dann mit primitiven Mitteln sich behelfen wollen, diese Werkzeuge nachzubauen. Und das Gleiche gilt für die Schrift- und Sprachformen. Irgendwann hat es gegeben, der damals das vielleicht schon geahnt hat und schon vorher was auf Stein gemeißelt, oder der hat diese Story überlebt und war des Schreibens mächtig. Nur hat er halt keinen Schreiber und kein Papier mehr gehabt und kein Papyrus oder Palmblätter oder was auch immer. Der hat halt probiert, dass er das irgendwie in den Stein hineinmeißelt oder draufmalt. Weil deswegen schauen ja manche dieser Höhlenmalereien oder auch manche dieser Felsritzungen eigentlich ein bisschen abstrakt und primitiv aus. Weil das natürlich keine Schriftgelehrten in dem Sinn waren, oder der hat halt nur gemacht, was er kann. So erkläre man ihm manchmal so die Übergangszeit und auch als Erklärung, wie werden
wären denn diese Menschen überhaupt auf die Idee gekommen, Werkzeuge zu verwenden? Weil das funktioniert nicht kognitiv von einem Tag auf den nächsten. Oh, so geht ein Hammer. Ja. Sorry, ich habe wirklich viel Vorstellungskraft, aber gewisse Dinge, weißt du, das ist so wie in Kairo, die Riesenblöcke, aus denen die Pyramide gebaut wurde, dass das herumtransportiert wurde auf Holzstämmen, die dann wunderbar in den Schulbüchern nur auf Sandboden liegen und da legst du den Block drauf und dann ziehst du ihn. Ja, wieso versuchen die Archäologen diese Dinge nicht einfach und machen ein Video und beweisen, weil es nicht geht? Das ist eben, das sind Fantasiegebilde, mit denen kann man Kinderköpfe imprägnieren, die glauben das und später denkt keiner mehr drüber nach. Das heißt, diese Glaubenssätze bleiben in uns drinnen und wenn du heute mit Erwachsenen diskutierst, dann sagen die, ja, das ist eh geklärt. Aber die denken Ja. nicht drüber nach, dass ich nicht auf Wüstensand Rundholz hinlegen kann, einen tonnenschweren Steinblock drauf und 500 Sklaven davor spannen und ich ziehe den dann von A nach B. Sie sollen es einfach probieren, es geht einfach nicht. Es Zumal funktioniert eben nicht. ja auch gar nicht ausreichend Holz da gewesen wäre, um dort. Also wenn man selbst wenn da jetzt Palmen gewesen wären, die ja Schatten und auch dementsprechend ein bisschen Kühle spenden. Ich meine, wir reden hier von Wüste. Also es hat hier in Ägypten, da knallt es richtig runter, ja. Und wenn du das alles wegholzt, nur um da drei Baumstämme rauszuhauen, die vielleicht zweimal so einen Klotz transportieren könnten, so und danach hast du nichts mehr und bist da der vollen Sonne ausgeliefert. Also da geht dir einer nach dem anderen in die Knie, ja. Also das ist, da kommst du überhaupt nicht weit. Und das noch in 20 Jahren, wo sie angeblich gebaut sein soll. Ja, Aber na also gut. das Interessante bei deinen Dingen ist ja auch trotzdem, die fortschreitende Zerstörung, die passiert ist, sage ich mal, in den letzten 100 bis 200 Jahren, diese Steinmonumente normalerweise, aus meiner Sicht, die meisten davon, wenn man die in Ruhe lässt, die verändern sie in 200 Jahren genau gar nicht. Da wächst von mir aus ein bisschen Gras drüber, ja, aber sobald über eine blöde Sache etwas Gras gewachsen ist, kommt irgendein Kamel und frisst es wieder runter. Also, wie erklären wir uns diese Dinge, dass in Zentraleuropa viele Dinge nach wie vor beseitigt werden oder kaputt gemacht werden oder verändert? Wir befinden uns nicht im Krieg offiziell. Also, was ist da der Grund? Wieso schreiten diese Veränderungen nach wie vor fort? Ja, also ich hatte ein ganz spannendes Gespräch vor 2, 3 Jahren, wo ich im Harz war. Da gibt es einen Menhir, das ist der Menhir von Benzingerode. Das Ding steht heute mitten in einem Rapsfeld. Und vor auch 5000 Jahren oder 5500 Jahren soll dort eben ein Steinkreis aus Menhiren gestanden haben auf diesem Feld. Als ich dort war zu Besuch, beziehungsweise um mir das Ding anzugucken, kam schon nach wenigen Minuten kam der Landwirt angeschossen. So klar, weil ich natürlich da durch das Rapsfeld stapfe, zu dem Menhir hin und natürlich eine Schneise hinter mir herziehe, ganz klar. Und er sagte, ja, hier geht mir schon auf die Nerven, wenn da jetzt 10, 15 Leute kommen und da jedes Mal durchs Feld marschieren, habe ich Ernteausfälle und so weiter. Kann ich alles verstehen. Und dann hat er mir gesagt, ja, über die Jahrhunderte hinweg, also wirklich in kurzer Zeit, haben die Landwirte eben diese Menhire dann einfach Seil drüber umgehauen und weg Weg, war das ja. Ding, weil sie einfach Nutzfläche Flurbereinigung. gebraucht haben. Ja, sie haben einfach die Fläche gebraucht. Er sagt auch selbst, wenn das Ding heute nicht denkmalgeschützt wäre, das Ding wäre weg. Gesprengt. Ja, jetzt, Das und wenn ist, er es ja. mit dem Traktor ein Ding, einen Haken dran gemacht hätte und mit 2, 3 Traktoren das Ding umgeschossen hätten, weil er einfach, ich kann das aus der Sicht alles verstehen. Also du kannst den Leuten da gar keinen großen Vorwurf machen. Das nächste Ding ist einfach, ich denke, dass heute auch einfach sich damit keiner mehr groß beschäftigen will. Das Interesse in Deutschland an der Archäologie ist so gering wie schon lange nicht mehr. Also ich glaube, die Menschen haben einfach gar nicht mehr so das Interesse an Geschichte generell. Es geht jetzt nicht nur mal um Geschichte in Österreich oder Deutschland oder Schweiz oder was weiß ich. Generell das Thema Geschichte und Archäologie ist, glaube ich, nicht mehr so attraktiv, wie es vielleicht mal früher war, wo ganz viele Sachen wie die Maya-Stätten ausgegraben worden sind in den 40ern, 50ern, 30er Jahren, wo es wirklich noch irgendwo große archäologische
Expeditionen gab und so weiter und so fort. Das ist heute einfach so ein bisschen, glaube ich, ins Hintertreffen geraten. Und Wobei ich glaube, dass es. Ja, bitte. da würde ich trotzdem gerne nochmal einhaken in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, was der alte Bauer gesagt hat. Und nämlich auch in diese Zeitlinie, weil du hast gerade gesagt, in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts sind viele dieser Entdeckungen gemacht worden, weit weg. Südamerika oder Richtig. Ägypten, oder wo die Leute damals überhaupt keine Chance gehabt haben, dort selbst hinzukommen. Witzigerweise, ich war gerade vor ein paar Wochen kurz einmal in Bayern drüben und da war auch so nette Steinstruktur, nichts Antikes, aber ich fotografiere es halt trotzdem gern und schaue, was dann da drauf steht und so. Das war quasi so ein Denkmalstein für die so viel gerühmte Flurbereinigung, die in Bayern da losgegangen ist, eben in den 1950er Jahren bis herauf in die 1970er. Es passt wie die Faust aufs Auge. Zu dieser Zeit sind in anderen Ländern weit weg diese Dinge entdeckt worden und publiziert. Und bei uns in Europa sind die gleichen Dinge zur gleichen Zeit beseitigt worden. Und nicht archäologisch hochgehalten und nicht gesagt, hey, das ist altes Kulturgut oder wir haben da irgendwas gefunden. Ich weiß das, im Mühlviertel das Gleiche. Die haben ganz, ganz, ganz viele dieser Findlinge, wie man sagt, Ja. und da bin ich mir sicher, da geht es um Menhire und zum Teil wirklich zum Teil große Dolmen, die gesprengt worden sind, weil es einfach die Fläche braucht haben für die Landwirtschaft. Ja. Und ja, ist lustig, dass das bei uns in Europa einfach, es passt zu dem ganzen Spiel. Der Vertuschung unserer wahren Wurzeln. Ich sage das einfach so offen. Ich sehe das so, ich empfinde das so, dass da der Plan dahinter tatsächlich so aussieht, dass wir entwurzelt werden sollen. Ja, also ich denke, das Ganze ist schon so, na klar muss man auch sagen, so, also erstmal vorweg, zum Beispiel jetzt in Ägypten, ja, also ich meine, in den 1900, wo diese großen Entdeckungen gemacht worden sind, da kein Ägypter hat sich da groß vorher dafür interessiert. Ja, die Ägypter interessieren sich ja erst seit kurzem eigentlich für ihre Bauwerke und haben mit der Ägyptologie, ne, da vorher waren das ja auch ganz viele Deutsche und Franzosen und was für sich, die da alle, da waren ja dieses große Zeitalter, dieses Abenteuerzeitalter, wie ich das ja immer nenne, wo es wirklich noch so spektakuläre Entdeckungen gegeben hat. Da hat sich natürlich auch von denen, da hat man ja auch gar nicht so weit gedacht oder auch gar nicht das Interesse, wie du ja schon gesagt hast, gab, zu sagen, ah, guck mal hier in Benzingerode oder in Österreich im Mühlviertel liegt irgendwo ein Stein. Ja? Also da war diese, die hatten ganz andere Dinge so auf der Agenda, wo man gesagt hat, boah, da gehen wir jetzt hin und da investieren wir auch. Ich glaube, das Ding hat man eigentlich so die letzten Jahrzehnte eigentlich auch komplett vergessen. Und auch, man will es vielleicht auch einfach vergessen. Und man will da auch eigentlich, wie du es so schön gesagt hast, Gras drüber wachsen lassen, weil lass lieber deinen Boden das Ding liegen, weil das wirft eh nur Fragen auf. Und jeden Stein, den wir rausholen aus dem Dunkel der Geschichte, der wirft Fragen auf. Wo passt das Puzzlestück hin? Wo kommt das Puzzlestück hin? Wo kommt der wieder hin? Was hat es da damit auf sich? So, und das sind Sachen, wo erstens heutzutage auch die Archäologie gar keine Gelder mehr dafür hat und auch gar keine Zeit und gar kein Interesse mehr daran hat. Das ist einfach uninteressant für die. Und ich glaube, es hängt oder es bleibt eben an solchen Menschen wie uns hängen, die dafür interessiert sind, die auch sich wirklich nicht zu schade sind, dort Zeit, Geld und Energie und alles Mögliche auch reinzustecken, um diesem ganzen Rätsel endlich mal ein bisschen auf den Grund zu gehen und dem auch nachzugehen, weil von der Fachwelt, glaube ich. Ich meine, ich kenne ganz viele und das sind alles integere und grandiose Leute, aber die haben einfach gar keine Zeit dafür. Keine Zeit, keine Fördergelder und auch sonst irgendwie kein großes Interesse daran. Deswegen, glaube ich, machen wir eine ganz, ganz große Arbeit und sind da, glaube ich, auch auf dem richtigen Weg, weil ich glaube, was wir jetzt da noch an Funden vor uns haben, ist ja alles relativ unberührt noch. Ja, oder zumindest noch nicht so alt, ja, was wir da dran gehen. Und da ist es ja, ich habe jetzt vor kurzem, vor einer Woche, glaube ich, kam ein neues Video von mir. Da haben wir aufgrund von einer ganz spannenden Forschungsmethode mal, wir haben erst die Theorie gemacht und dann die Praxis, nämlich ein Leyline-Forscher hat mich kontaktiert. Und mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten und der hat mir dann mal eine Arbeit, also der hat gesehen, dass ich im Saarland unterwegs bin. Und der hat mir dann mal eine Mail geschrieben, hat gesagt, du, hallo Ralf, guck mal,
Ich habe ja eine ganz spannende Leyline, extern Steine und so weiter und so fort. Geht, glaube ich, 1136 Kilometer lang. Und das läuft ja bei dir da bei St. Louis da durch, über so einen Berg, über den Limberg. Und ich so, ja, da war ich ja erst. Und im Saarland arbeite ich ja mit dem Holger zusammen und ich habe dem Holger das weitergeleitet und rufe ihn an und sage, du, wenn du mal Zeit findest, schau mal bitte auf diesen Berg, ob du irgendetwas findest. So, und jetzt ist es so, dass er 2 Tage später, habe ich dann eine E-Mail vom Holger bekommen, mit Felsfiguren, ja, die man eben auf keltischen Ursprungs zurückdatiert. Wir haben Grotten gefunden, die voll sind. Also ich nenne das immer so offiziell, als ich dort war mit diesen ganzen Felsschriften und den Kreuzen und den ganzen Schriftzeichen, es wirkte für mich so, wie wäre eine Bibliothek. Ja, dass die noch viel, viel, dass das Erdreich durch die Erdbewegungen und Verschiebungen, dass das eigentlich mal viel, viel tiefer noch gewesen sein muss. Und also das, ich war so fasziniert, dass man durch eine solche theoretische Arbeit und dann die plötzlich so praktisch bestätigen kann. Und das haben wir mit dieser Funde, sind unausradierbar. Das sind Fels in Fels gemeißelte Figuren. Das kannst du bestätigen. So, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln oder sonst irgendwas. An solchen Sachen muss etwas dran sein, dass die Menschen dort auch viel mehr wussten, auch gerade mit diesen bestimmten Linien, also der Herr, ich darf da nicht den Vollnamen nennen, Uwe ist der gute Herr, der sagt auch, es gibt nochmal unterschiedliche Linien, ja, also die da auch, muss auch nochmal unterschieden werden und so weiter und so fort. Und ich fand das so unfassbar, dass man tatsächlich heute noch sowas finden und bestätigen kann. Also es ist wirklich. Ja, und zu dem Thema mit den Energielinien und Leylinien darf man nicht vergessen, dass vor dem, ich sage einfach das wieder direkt vor dem letzten Polsprung, vor der letzten Polumkehr, diese Linien zum Teil ja anders verlaufen sind, als sie es heute tun. Das darf man nicht vergessen, dass viele Dinge jetzt nimmer wie auf einer Perlenschnur aufgereiht sind, viele andere aber nach wie vor. Und du hast mir ja noch einige Bilder geschickt von dem Heidenopferstein und so. Das sind ja für mich alles Gebilde, die da draußen stehen, eben als Beweis, dass das mal was gewesen ist. Und manche sind höchstwahrscheinlich aus meiner Sicht da so sehr verwittert außen, dass man eben gewisse Verzierungen oder Symboliken, die da vielleicht früher mal drauf waren, gar nicht mehr erkennen kann. Das ist natürlich wieder ein bisschen abhängig vom Gestein. Das ist halt der Vorteil, wenn man irgendwelche Locations findet, wo man noch hinein kann, wo man Höhlensysteme eben hat, oder sogar die Zugangsbereiche von gewissen Gängen und Höhlen. Da hat man eher nur die Chance, dass man was findet, als wie draußen. Plus Ja, das natürlich, stimmt. wann's immer schon die Bestrebungen gibt, und für mich sieht das ja so aus, als wie wenn das zumindest seit den napoleonischen Kriegen in Zentraleuropa der Fall ist, dass da Dinge verschwunden sind oder weggemacht wurden. Ich kann es einfach auch eins zu eins, ich kann nicht nachweisen, wer es war, aber ich habe gerade im letzten Podcast im Raswan, das war zwar in Englisch, aber wieder diesen Bereich gestreift, österreichische Blöckenstein und diese Strukturen, die da oben herum liegen, und da sind eindeutige Beweise dabei, dass vor allem in der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, massiv, massiv da draußen das Gelände verändert wurde. Und das war aber nur zu einer Zeit, wo der Wald diesen Berg bedeckt hat. Wer Bilder kennt von mir und von meiner Arbeit über Steinerne Meer, das sieht ja fantastisch aus, wenn da kein Wald ist. Nur, das war alles bewaldet und man hat das aus der Ferne überhaupt nicht erkennen können. Dennoch war es für diese Menschen wichtig genug, mitten da draußen im Wald, wo man nichts, da kann man keine Bodenschätze holen oder Steine abbauen, wie in einem Steinbruch. Die haben einfach die Reste dieser einstigen Megalithbauwerke wirklich in Grund und Boden gesprengt. Das sind Bohrlöcher draußen, die überhaupt keinen Sinn ergeben und die auch nicht antik sind. Ich meine, es ist wirklich, unser Anspruch ist ja wirklich ordentliche Forschung. Und wenn ihr jetzt da draußen im Granit etwas verwittertes Bohrloch findet, dann kann ich natürlich, wenn ich Lust habe, auf Facebook das posten und sagen, wow, Ancient Drill Holes und Wahnsinn. Na, wenn man ehrlicher Forscher ist, dann sagt man, pass auf, das sind einfach
zum Teil Bohrlöcher wie aus einer Zeit, wo Wege gebaut wurden. Das merkt man einfach, wenn man dort vor Ort ist. Und in manchen Gebieten ist es halt einfach auch so, es macht überhaupt keinen Sinn, dass dort jemand irgendwie so fette Bohrmaschinen oder sowas hinaufschleppt, um dort in die Steine Löcher zu bohren, um die zu sprengen. Und das sagt mir eins zu eins, dass wir ganz, ganz viel damit zu tun haben werden in der Zukunft. Aus welchem Grund wurden diese Dinge verändert? Und was will man da wirklich vor uns verbergen? Ich meine, wir wissen es ja, als aktive Forscher ist ja das nach Jahren, ist ja das eine ganz klare Geschichte, dass da eine gewisse Agenda so abläuft. Aber es ist einfach, wie du vorher gesagt hast, der Großteil der Menschen denkt über das nicht nach. Sie haben wirklich genug zu tun im Überlebenskampf, sage ich, auch in unserer modernen Gesellschaft. Wir haben im Vorgespräch das kurz angeschnitten, was in unserer Zeit auch wieder wirtschaftlich los ist. Und ja, die Menschen werden über Ängste gesteuert und klein gehalten und auch davon abgehalten, dass, ja, ihrer Nase nachgehen und eigene Interessen entwickeln. Deswegen, du hast sicher recht, dass unsere Arbeit da sehr, sehr wichtige Arbeit ist. Erstens für die Menschen, die es jetzt schon interessiert, und wirklich zweitens dahingehend herauszufinden, was unsere wahren Wurzeln sind. Und ja, ich habe das voriges Jahr schon sehr genossen, dass du bei uns am Forschertreffen warst. Dieses Jahr bist nicht da, aber das hat nicht irgendwelche persönlichen Gründe. Das ist einfach rein aus meiner Sicht als Veranstalter, dass ich da natürlich einen Wechsel an Vortragenden haben will und ich dir da einfach ein Jahr mehr Zeit gebe, wieder fantastische Dinge herauszufinden. Du bist dann nächstes Jahr wieder dabei aber du siehst, was wir voriges Jahr bewegt haben mit dem und auch mit deinem Kongress dann im Herbst. Und das wird heuer das Gleiche. Wir haben am Steingeflüster wieder fantastisches Line-up. Der Werner Betz wird dabei sein, die Gabriele Lukacs. Es ist ein Familientreffen. Der Reinhard Habeck wird dabei sein. Der Roman Polak macht an seine ersten Vorträge. Wir machen den einen oder anderen zum Test vorher. Aber der Roman, ja, Roman steht auf der Bühne. Ja, Barbara Zeller ist eine super, super Story. Wenn du Zeit hast, schau mal kurz in das Interview. Sie wird uns erzählen von einem Zwergenkönig, der ihr in Reimen gekleidet ein Buch diktiert. Also es ist wirklich wird eine geniale Mischung. Und ja, ich werde natürlich auch wieder ein bisschen Einblicke gewähren in meine momentan fortlaufende Forschung in der Resonanzkammer, neue Erkenntnisse und solche Dinge. Aber wir sind grundsätzlich ja alle in der gleichen Richtung unterwegs. Wir wollen ja herausfinden, was war da wirklich los? Was war das für eine Kultur? Was für Zivilisation? Wie haben die funktioniert? Wie haben die gelebt? Wie waren die Gesellschaftsformen? Und es ist super, super spannend, dass wir wirklich mittlerweile quer durch Europa ganz, ganz große Verbindungslinien ziehen können, eben bis nach Bosnien, bis nach Serbien und weiter nach Bulgarien. Und es ist egal, du bist da dann im Irak und du bist im Iran, du bist bei die Babylonier, die Hethiter, die Sumerer, die Ägypter, die ja, wo es ja zum Teil vielleicht wirklich so ausschaut, als wie waren die Ursprungszivilisation hier im Herzen Europas älter oder älteren Ursprungs ist als diese Dinge, die halt zumindest auf europäischem Boden oder Nordafrika als so antik angesehen werden. Oder Kleinasien. Es ist schwierig in Europa die Grenze zu ziehen, wo hört Europa auf und wo fängt dann quasi Asien an. Aber diese Dinge sind für mich ganz, ganz klar mit jedem neuen Puzzlestück, das da auftaucht in deiner Forschung, wie in unser aller Forschung. Es kristallisiert sich wirklich heraus. Wir haben eine unglaublich beeindruckende Vergangenheit, unglaublich vielfältig und flächendeckend. Ja, Es geht ja absolut. in Norddeutschland zum Teil bis in die Unterwasserarchäologie, wo Dinge entdeckt wurden, die immer noch auf eine Erklärung warten. Eigentlich die ganzen Küstengebiete Norddeutschland, Holland, bis auch wieder runter ins Mittelmeer. Da weiß man auch, in den Küstengebieten findet man unter Wasser unglaubliche Dinge, Ja, die auch bis von erst vor da, kurzem eigentlich. ja, Hatten wir letzte Woche. da passiert so viel momentan.
Und ja, es ist aber da auch wieder wirklich bei Funden, die unbestreitbar sind. Man sieht, dass die offizielle Archäologie einfach nicht mehr hinschaut. Die haben schon richtig irgendwie Angst davor, diese Themen aufzugreifen, weil es natürlich an ihrem etablierten Gebäude kräftig rüttelt. Das ist ja gar nicht unsere Absicht in Sicher. Wirklichkeit. Wir haben ja nichts gegen diese Leute. Ich glaube, es sind viel fantastische Forscher da dabei. Aber sie haben sich keinen Gefallen getan, in ihrer Doktrinbox da drin zu sein. Tut mir Und ich denke leid. auch. Nein, nein, ich denke auch. Also erstmal muss ich noch mehr ergänzen. Also habe eigentlich geplant, dass ich mit Gabi dann komme zum Kongress. Das war erstmal das nochmal. Also ich werde mit Sicherheit als Besucher noch aufschlagen. Muss dann nur nochmal mich mit Gabi kurz schließen, wie wir es machen. Und sechstens ist, also ich gebe dir da vollkommen recht. Ich denke, dass da die meisten, und ich kenne ja persönlich auch einige Archäologen und auch wirklich Kreisarchäologen, die wirklich ein ganzes Gebiet da unter sich haben und auch da, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, die sehr vernünftig und auch keine bösen Leute sind und gar nicht sagen, du, ist alles Mist oder sowas, sondern zuhören, einem auch ein Gehör geben, einem auch helfen und Tipps geben. Und ich denke, das ist keine böse Absicht von denen. Die haben einfach nur durch ihre Indoktrinierung der Universität und dadurch, dass sie halt eben so geschult sind, einfach so ein bisschen ja, sie können einfach nicht mehr aus ihrer Box raus. Sie können aus diesem Schulgeflecht, was sie da eingebläut bekommen, einfach nicht mehr raus. Wenn es da nochmal hier und dort einen gibt, der dort eben nicht diese Scheuklappen sich aufsetzen lässt, dann muss er halt eben darum bangen, dass er nach dem Studio eben auch gar keinen Job bekommt. Ja, und für was setzt du dich denn 4, 5, 6, 7 Jahre in die Universität, wenn du später eigentlich auch gar kein Geld mehr damit verdienen kannst, weil du da irgendwie so etwas anderes sagst? Ich meine, das würden wir ja uns auch fünfmal überlegen, ja, ob du dann später, und ich meine, wir reden ja jetzt hier nicht nur mal davon, dass der dann keinen Uniplatz oder Lehrstuhl bekommt, sondern die Jungs werden ja platt gemacht. Also das heißt, deren Karrieren und deren Leben ist ja damit auch eigentlich so eingeschränkt, dass die eigentlich gar nicht mehr irgendwie, dass sie gar nichts mehr in diesem Bereich tun können. Also noch nicht mal mehr Schullehrer oder sonst irgendwas. Ja. Die werden ja wirklich informiert bis aufs Äußerste. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung gesellschaftlich, die finde ich komplett verkehrt. Ich finde, wir sollten alle offen bleiben, einen offenen Geist haben und auch behalten und uns nicht vor dem Fragen stellen, ja, da irgendwie Angst davor haben und auch gar keine Angst davor haben, Fragen nicht beantworten zu können. Weil wir können, und das können die großen Fachleute auch nicht, wir können nicht alle Fragen unserer Vergangenheit lupenrein klären. Das ist auch okay so, das ist auch gut so, wir waren alle nicht dabei. Und es braucht eben auch so ein paar Rätsel in unserer Geschichte. Das gehört einfach irgendwo auch dazu und das macht es ja auch spannend. Und das ist überhaupt gar keine schlechte Sache, wenn man einfach da nicht auf alles eine Antwort weiß, auch wenn die Fachwelt immer meint, dass sie eine hat. Aber wenn man da mal dran Ja, klopft, fällt der Putz auch relativ schnell. ich finde, das ist auch Einfach. Teil unserer, sagen wir mal, Größe, die uns ein bisschen unterscheidet von offizieller Seite, weil wir einfach ja die Kraft und die Größe haben, einfach das einzugestehen. Wir wissen es nicht. Es tut nicht weh, wirklich. Ich habe immer Nö. wieder mal die Erfahrung, was der, weil wir uns natürlich schon ein bisschen im Grenzbereich der Forschung bewegen und wir machen beide unsere Videos und Vorträge zu diesen Themen. Und manchmal gibt es halt also Kommentare dann, die sagen, ja, du sagst ja da bei dem und dem Punkt, du weißt es nicht, so quasi, was machst du dann auf der Bühne, was redst du groß daher? Es ist die Wahrheit. Es gibt zu viele Dinge. Ich kann natürlich jetzt irgendwas spekulieren und irgendwas hineininterpretieren und dann so tun, als hätte ich die Wahrheit gepachtet, aber das ist einfach nicht unser Weg. Das macht keinen Sinn. Und es ist einfach auch so, wenn man heute diese und diese Idee, die und die These oder Theorie vertritt, dann kann es durch neue Erkenntnisse in 3 Jahren einfach so sein, dass ich sagen muss,
tut mir leid, das habe ich damals einfach falsch gesehen oder falsch interpretiert. Es tut auch nicht weh. Und anders würden wir uns den Weg verbauen, wirklich zumindest gewisse Dinge herauszufinden. Ich glaube, das ist nach wie vor möglich. Und du hast ganz recht, es werden einige Mysterien und Rätsel da draußen wahrscheinlich für immer ungelöst bleiben. Es ist auch nicht so wichtig. Es gibt so vieles Interessante, was wir herausfinden werden. Und ja, wer weiß, wohin der Weg noch führt. Ralf, vielen Dank einmal Gunnar. jetzt so salopp in den Raum gestellt für dieses Gespräch. Es ist wirklich schade, dass wir nicht öfter Zeit haben, einfach ein bisschen so fachsimpeln und ich werde dann im Nachhinein natürlich nur ein paar von deinen Bildern da hereinschmeißen, weil das ja notwendig ist bei der Arbeit, die wir machen. Du kannst diese Strukturen ja nicht jetzt mit Worten wem erklären. Das muss man Das muss man herzeigen. gesehen haben. Ja. Ja. Und ja, wir werden natürlich in Zukunft einfach weiter tun. Du bist auch einer der Infizierten. Ja, mit dem Virus der Neugier. Und du bist da Lernerholiker, habe ich das einmal genannt. Das Und stimmt. es führt für uns keinen Weg mehr vorbei an dem, dass das einfach weitergeht. Dass wir einfach weiter forschen werden, diese Dinge publizieren, Gespräche führen, Podcasts machen. Und das nehme ich jetzt kurz nur als Stichwort, dass wir jetzt zum ersten Mal, aber das bleibt da nicht das einzige Mal, einen Podcast-Marathon ins Leben gerufen haben. Also der Daniel Bechmann und ich haben gesagt, okay, wir machen das jetzt einmal so 10, 12 Stunden, damit wir eine Plattform bieten für wirklich wieder internationale Forscher und diesen Herrschaften und Damen die Möglichkeit geben, da so, ja, 30 bis 50 Minuten, sage ich mal, Redezeit, sofern wir uns an diesen Rahmen halten können, wo die Möglichkeit geboten wird, dass, ja, sehr, sehr, sehr grenzwertige, Ansichten oder Forschungen vertreten sind, die aber deswegen jetzt keine Utopie in dem Sinn sind. So viele Menschen haben einen interessanten Zugang und ja, wir wissen so nicht genau, ob du auch dabei sein wirst, aus zeitlichen Gründen, weil du an dem Wochenende wieder was vorhast. Das ist einfach so. Es geht mir mit manchen anderen Forschern auch so, dass die sagen, ah, nicht an diesem Wochenende und irgend so. Deswegen habe ich gesagt, das ist jetzt das erste Mal, es wird nicht das letzte Mal sein. Genauso wieder gibt es heuer bei uns im Mühlviertel das Steingeflüster und bei dir, wann hast du geplant, deinen Kongress heuer zu machen? 31. August, das ist Okay. auch wieder dann das erste Septemberwochenende, da geht es dann wieder los. Also ein paar vom Line-Up stehen auch schon. Da kommen jetzt die nächsten paar Wochen, Monate, dann bin ich immer etwas später nach dir. Und ja, da kommt dann mit Sicherheit auch, es gibt dann ein paar Änderungen, die Referenten werden auch wieder dementsprechend vorgestellt. Und er konnte diesmal einen ganz coolen Deal noch schließen, aber da will ich jetzt noch nicht so viel spoilern. Also So. ein bisschen was hat sich da jetzt auch getan und man muss ja immer auch irgendwie gucken, dass man was, wie du auch schon sagst, was Neues immer bietet und sich auch natürlich auch selbst weiterentwickelt. Ich denke, das ist ein normaler Prozess. Und ja, in diesem Sinne erstmal vielen lieben Dank, Gunnar, dass wir endlich mal wieder Zeit gefunden haben, uns da einfach mal auszutauschen. Danke an die ganzen Zuschauer, die das jetzt hier die nächsten Tage, Wochen sich angucken werden. Ohne euch ist das alles nicht möglich. Wir sind auch nur ja, so groß wie ihr oder wir unsere Community sind. Dafür sind wir mega dankbar, glaube ich. Da kann ich für den Gunnar sprechen. Und Definitiv. ich denke, wir werden in den nächsten paar Wochen, werde ich dich nochmal, will das hier nur ganz kurz erwähnen, dich mal anschreiben, dass wir eventuell nochmal so ein Live bei mir über die Facebook-Seite machen. Aber das müssen wir mal gucken. Und erstmal, Gunnar. Ich danke dir viel, viel, vielmals. Es ist wirklich immer spannend und grandios mit dir. Ich wünschte mir auch von ganzem Herzen, dass wir mehr solcher Dinge haben. Schauen wir mal, was dies ja noch so bringt. Wir sind hier noch relativ am Anfang. Aber erstmal jetzt Ja. vielen Dank dafür. Sehr, sehr, sehr gern, Ralf. Sehr gern immer wieder. Und ja, zum Schluss doch noch der Hinweis, was uns betrifft vom Tago Experience Team. Das nächste große Projekt ist jetzt aus der Taufe gehoben und das wird auch auf der
auf der Forscherebene in Zukunft dafür sorgen, dass sie tatsächlich mit dem Ralf ein bisschen mehr Kooperation machen mit anderen Forscherkollegen. Wir haben jetzt die TAGO Akademie gestartet, die Tanja und ich, und die wird auf der einen Seite werden Dinge angeboten zur Bewusstwerdung und zur Arbeit an sich selbst, also alle möglichen Dinge, die Tanja und ich selbst anbieten, und plus Kooperationen mit anderen Menschen, die eben auch Kurse, Workshops oder was auch immer anbieten in Bezug auf Selbst- oder Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstwerdung. Und ein zweites Standbein oder zweite Fraktion von dem wird natürlich weiterhin die Forschung bleiben. Und da wird es auch in Zukunft Kooperationen geben, mehr und mehr nur mit Forscherteams international. Und natürlich ist der Ralf dort mit dabei und viele, viele andere unsere Forscherfreunde auch hier aus Europa, Werner Betz und das kann ich gar nicht alle nennen jetzt. Auf jeden Fall, das wird die nächste größere Plattform, wo wir wirklich das dann anbieten, was für forscherisch interessierte Menschen interessant wird, eben an Zugang zu der ganzen Forschung, die da jetzt einmal in unserem Kreis passiert, was man zum Teil schon kennt unter TAGO Experience Research Team. Und auch das wird ausgeweitet mit Sicherheit auf ganz, ganz großes internationales Level. Und wir freuen uns riesig, dass das funktioniert hat. In Kürze wird die TAGO Akademie auch ein Verein sein. Das heißt, wir stellen das alles auch auf Vereinsbeine. Und dann steht einer tollen Zukunft einmal nichts mehr im Weg. Und ja, wir freuen uns natürlich auf jeden, der dabei ist, am nächsten Wochenende, am Freitag, 1. März, ab 14 Uhr geht's los mit dem Podcast-Marathon. Und wir freuen uns, wenn wir euch begrüßen dürfen am Steingeflüster 2024. Ihr findet uns auf unsere Kanäle, ihr findet die Infos. Ich werde das auch im Video verlinken. Und das Gleiche gilt natürlich für Ende August, Anfang September für den Kongress vom Ralf. Fahrt's hin, schaut euch das an, schaut's, nehmt euch die Zeit. Es sind tolle Leute, tolle Vortragende, tolle Gäste, tolle, tolle Zeit einfach. Es ist Food for Thought, das ist einfach Futter für unsere Gedanken und holt uns ein bisschen aus dem Alltagstrott raus. Wir machen alle miteinander diese Arbeit sehr gern für euch. Wir machen unsere Präsentationen gern für euch und ja, das wird so weitergehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und vielen Dank fürs Absolut. Dabeisein. Vielen Dank, Ciao, Ralf. ciao. Sehr gerne, Gunnar. Danke dir. Ciao, ciao.